inklusiv ist hier am Dienstag. Ich bin Frauke Ludowig. Ich freue mich, dass Sie zuschauen. Und das sehen Sie heute nicht. Mädchenschwarm Leonardo DiCaprio hat genug vom Schönling-Image. Für einen Werbespot von Clearasil macht er sich extra hässlich. Er lässt sich einen Pickel wachsen. Nicht länger reich und berühmt, Promi-TÜV schreitet ein. Toni Marshall wurde bereits aus dem Verkehr gezogen. Andere Promis zittern um ihre Zulassung. Sie sind jung, sie kennen keine Tabus. Sie tun alles für einen TV-Auftritt. Girlies in Japan. Schockierend, aufwühlend, geschmacklos. Das zeigen wir Ihnen auch nicht. Stattdessen heute in Inklusiv Lee und Wang. Sie sind jung, sie kennen keine Tabus, sie tun alles für einen TV-Auftritt. Die berühmtesten Auslandschinesen seit Genghis Khan feiern heute ein Jubiläum der ganz besonderen Art. Zum bereits 5000. Mal sind Lee und Wang heute Abend in der Harald-Schmidt-Show. Für Inklusiv berichtet Rienzo Brüderle aus dem Mandarin-Restaurant in Köln, wo seinerzeit alles begann. Das China-Restaurant Mandarin auf dem Hohenzollernring in Köln, wo seinerzeit alles begann. Lee und Wang, zwei chinesische Gastronomiestudenten aus der Provinz Miam-Yam, kommen nach Köln, wo sie ins Kellnermilieu geraten. Durch eine Verkettung unglücklicher Umstände werden sie schon bald als Stars der Harald-Schmidt-Show entdeckt. Das ist einer der ältesten Weggefährten von Lee und Wang. Neben ihm haben sie jahrelang die Weisheiten des Konfuzius präsentiert. Herr Wang Lee, der Chef der beiden, enthüllte neulich in einem Interview mit CNN, dass Wang und Lee schon immer unglaublich lustige Vögel waren. Das ist sie, die Stelle, an der sich zum allerersten Mal ein Gast über Lee und Wang totgelacht hat. Es geschah nach ihrem legendären Satz. Hat der Dude gesmeckt, eh? Ein Satz, der mittlerweile zu einem geflügelten Wort geworden ist. Das ist die erste Suppe 27, die Herr Lee und Herr Wang serviert haben. Wenn man ganz genau hinsieht, erkennt man noch die Sabberfäden, die Herrn Lee beim Servieren in die Suppe gespritzt sind. Viele, viele Prominente sind Stammgäste hier im Mandarin. Manche kommen, weil sie den Nobelfraß auf Galas und Empfängen satt haben. Andere, weil sie einfach Riesenhundeliebhaber sind. Lee und Wang haben inzwischen Fans im In- und Ausland. Sogar Staatschefs geraten ins Schwärmen. Von Lee und Wang, ich muss Ihnen sagen, ich bin ein Fan von sowas. Voll geil, die beiden. Spitze, total abgefahren. Alter, meiner Schande muss ich gestehen, dass ich früher an Lee und Wang gezweifelt habe. Als sie bei der Muppet-Show anfangen wollten, habe ich sie abgelehnt. Ich fand sie zu künstlich, zu unecht. Ja, irgendwie wie Handpuppen. Oh Gott, was war ich für ein Narr? Verständlicher Ärger, wenn selbst Weltstars wie Elton John, Lee und Wang ihren Tribut zollen. Christo, der weltberühmte Verpackungskünstler. Sogar die moderne Kunst hat inzwischen Lee und Wang entdeckt. Christo, der schon Brücken, Inseln und den Reichstag verpackt hat, erwählte sie zum Objekt seiner jüngsten Performance. Lee und Wang haben tatsächlich den Gipfel des Zenits ihrer Erfolgsleiter erreicht. Da kann man sich nur noch eins fragen. Ist eine weitere Steigerung überhaupt noch möglich? Konfuzius sagt, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Das war's für heute. Morgen sehen wir uns wieder. Bis dann. Vielen Dank, Frauke Ludowig. Und hier sind bei ihrem 5000. Auftritt Lee und Wang. Konfuzius sagt, hoch ist das Leben, hoch ist das Leben, dreimal hoch. Vielen Dank auf 5000 weitere Auftritte. Danke auch. Und wir wollen den Zuschauerinnen und Zuschauern mal zeigen,
Das ist sehr hohe Filmkunst und das ist für euch auch immer viel Arbeit, bis wir diese Beiträge, die Weisheiten des Konfuzius unter Dach und Fach haben. Und wir haben das für Sie gefilmt, damit Sie einmal sehen können, welche ernsthafte Arbeit dahinter steckt. Konfuzius sagt: Ole, wir fallen zum Puff, passen los, nach Hause. Hallo, Solle. Okay, jetzt müssen wir. Und bitte. Konfuzius sagt: Es kam. Okay. Sorry, Entschuldigung. Konfuzius sagt: Olin, wir fahren zum Puff nach Barcelona. Oh, Olin, Olin. Ah, nur Olin, Olin. Du kannst so, so. Ei, Mama Mi. Konfuzius sagt: Ole, wir fahren zum Puff nach Barcelona. Ole, ole. Genau, genau. Sehr seriös. Und zu einem Jubiläum gehört eine Festrede. Eine Laudatio. Wir haben lange überlegt, wer könnte die Laudatio halten zum 5000. Auftritt von Li und Wang. Und wir haben einen Mann gewinnen können, der zu den profiliertesten, zu den bekanntesten Literatur- und Filmkritikern in Deutschland zählt. Die Laudatio hält jetzt für Sie Helmut Karasek. Fünftausendmal Weisheit des Ostens, 4000 Mal habe ich mit eigenen Ohren gesehen. Da zieht man einige Lehren draus. Die erste Lehre heißt, der Zahn der Zeit, das hat in China eine ganz andere Bedeutung als bei uns. Die zweite Lehre, Tiefsinn und Schwachsinn sind näher verwandt, als wir in unseren geheimsten Träumen befürchtet haben. Und die dritte Lehre, Weisheit ist einfach. Zum Beispiel in Japan, wozu eine Kamera erfinden, wenn man sie besser nachbauen und billiger verkaufen kann? Oder warum nicht Lexus statt Mercedes, wenn man keine Elche hat? Schließlich Messer und Gabel. Was plagen sich die Europäer, sagen, ist das das Messer, ist das die Gabel? Bei Stäbchen ist das völlig egal. Man kann keine Konfusion anrichten. Man hat stattdessen Konfuzius. Stäbchen haben auch noch den Vorteil, dass niemand in China sagt, man habe die Weisheit mit dem Löffel gefressen. Schließlich aber der größte Vorteil. Die Chinesen, meine Damen und Herren, haben 8.471 Schriftzeichen. Ich habe das selber nachgezählt. Davon aber nur eins für L und R. Stellen Sie sich diese kluge Vereinfachung vor. L und R, nur ein Buchstabe. Denken Sie an Goethe, der sagt Luftklavigo im Tasso, im Klavigo in der Pension Schöller. Ich korrigiere mich, heißt es dann Nuftknavigo. Und in China heißt es Ruftkravigo. Ist das nicht die Weisheit des Ostens? Ich meine, in der Kürze liegt die Würze, in der Külze liegt die Sülze. Ich möchte zum Abschluss einen Chinesen zitieren dürfen, der Jandl heißt und aus Österreich ist. Er hat ein Gedicht geschrieben, das so geht, rings und lechts, das kann man nicht verwechseln. Werch ein Irrtum. Danke. 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 Alles Gute.
Bis zum nächsten Mal.